Springen wir noch einmal zurück zum vergangenen Wochenende. Es war mal wieder Derbyzeit, da sich die Rivalen von Rot-Weiß Essen und dem MSV Duisburg am Sonntagmittag in der dritten Liga gegenüberstanden. Im Voraus schickten die Ultras des MSV eine Regionalbahn mit einem Scheiß RWE-Bombing in die rund 20 Minuten entfernte Nachbarstadt. Am Spieltag selbst sammelte sich der Gästehaufen mit Unterstützung der Ultras aus Mainz am eigenen Stadion, um von dort aus das Stadion an der Hafenstraße anzulaufen. Aufgrund der internen Differenzen zum Verein verzichtete die Heimseite rund um die Gruppen Vandals, Junge Essener und Ruth-Fans auf ein angemessenes Intro. Weiter sind über 70 Personen der Essener Ultraszene mit einem Stadionverbot durch den Verein belegt. Die Szene aus Duisburg zeigte vor Anpfiff der Partie eine sehenswerte Choreografie, welche aus einer rechteckigen Blockfahne sowie einem dazugehörigen Spruchband bestand. Hierauf war ein Zebra zu sehen, welches vor dem brennenden Stadion der Essener wütete. Als die Blockfahne heruntergelassen wurde, waren im Auswärtssektor viele kleine blau-weiße Fähnchen zu sehen. Dahinter entzündeten sich mit dem Anpfiff über 30 Fackeln sowie vereinzelt blauer Rauch. Im Verlauf des Spiels wurde von beiden Seiten immer wieder durch diverse Spruchbänder provoziert. So zeigten die Vandals Essen ein Transparent mit der Aufschrift: „Selbst eure Mütter in der Vulkanstraße haben mehr Ehre und Stolz als ihr." Im Gegenzug war auf Duisburger Seite eine Tapete mit folgendem zu lesen: „110 Bordelle in Exen geschlossen, Duisburger Penner sammeln auch für eure Mütter." Nicht unerwähnt lassen wollen wir einen Böllerwurf, welcher aus dem Gästebereich inmitten der Partie geflogen kam und laut Polizei drei Ordner sowie einen Fan verletzt haben soll. Die Heimseite wurde am Tag selbst von der Kölner Gruppe Revolte und den Ultras von Austria Wien unterstützt. In etwa 40 Minuten nach Spielende, als der Großteil bereits das Stadion verlassen hatte, sprangen in etwa 30 Ultras von RWE über den Zaun und begaben sich über den Rasen in Richtung Gästeblock. Noch vor Erreichen des Duisburger Sektors stürmte jedoch die Polizei das Spielfeld und drängte die wenigen Rot-Weißen wieder in ihren Block zurück. Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.